Hallo liebe Motorradfreunde, heute nehmen wir euch mit in die Dolomiten. Wir fahren die Sella Ronda und dann noch eine Runde über Cortina d'Ampezzo. Start und Ziel unserer Tour ist Enneberg. Dann starten wir direkt zur Sella Runde. Als erstes geht es auf das Grötnerjoch, weiter zum Sellerjoch, zum Passo Bordio und der letzte Pass der Sella Runde ist der Campo Longo. Dann geht es über den Passo Val Parola, Val Zarego nach Cortina d'Ampezzo. Dann geht es über den Passo Tricrocchi zum Lago di Misurina. Dann ein kurzer Abstecher auf den Gmergpass und zum Schluss noch über den Toblacher Bergsattel und den Furkelpass zurück nach Enneberg. Die ganze Runde hatte eine Länge von etwa 203 Kilometer und wir hatten eine Fahrzeit von 4 Stunden und 5 Minuten. Guten Morgen! Wir haben gut wieder 16 Grad und fahren heute die Sella-Runde. Mit ein bisschen was dazu. Schauen wir mal, was kommt, dann sehen wir es schon. Tschüss! Geht es nun rechts weg zur Sellerrunde. Und Menschen und Radeln und Mutterradeln und. So, wir sind jetzt gerade übers Grötnerjoch gefahren
ist an und für sich wirklich schön, aber ja, ein wenig zart. Eine Baustelle nach der anderen, ein Wohnmobil nach dem anderen, ein Arsch für Rauchfahrer, aber grundsätzlich echt schön. Backen kannst du auch nirgends, dass du ein bisschen schauen kannst, wie schön das da ist, aber gut. So. Aber das Schöne sieht man dann eh im Video. Good Sound, hey, hey. Ah.
aber im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt zum Passo di Campolongo. Dann die erste Ausfahrt Richtung Cortino di Ampezzo.
Hier in Schluderbach biegen wir kurz links ab und besuchen den Gmergpass. Am Scheitelpunkt vom Gmergpass drehen wir dann wieder um. War der kurze Boss, der gesagt hat, da kann ich wieder zurück. Der da jetzt ist Oma? Da, ja, das ist er. Ah, das ist er? Ja. Aha. Da, der ist nicht mehr. Das musst du auch dazu schreiben. Ja, ja. Aber es ist also voll unter Hügel. Oha. Hast du das gesehen? Ja. Das ist ganz was Besonderes. Thank you.
Das war unsere Sellerrunde mit einem kurzen Abstecher nach Cortina d'Ampezzo. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wie immer findet ihr den GPS-Track zu dieser Runde unten in der Videobeschreibung.